Mein Name ist Jens Möckel, ich bin von der Firma Gerlach Maschinenbau GmbH. Wir bauen Maschinen für die Gummiindustrie und ich bin Geschäftsführer. Ja, wir möchten uns hier gerne informieren über Neuigkeiten, Neuerungen, was Funktionen angeht, andere Anwender kennenlernen und gerade die Anwenderpräsentation war auch sehr, sehr hilfreich, um mal zu schauen, wie macht man das vielleicht im eigenen Unternehmen demnächst besser oder anders. Was faszinierend finde ich die Themen, die sich rund um das Thema Augmented Reality beschäftigen. Wir haben uns gerade den AR-Editor angeguckt, eine Funktionalität, die ich so erstmalig gesehen habe und die ich ja, extrem spannend und interessant finde, weil wir uns mit dem Thema im Bereich Anleitungen, Dokumentation beschäftigen und uns da eigentlich bisher nur sehr, sehr aufwendige und mächtige, teure Werkzeuge präsentiert wurden. Und ja, da sieht man eben den Ansatz der Oculavis, die anders denken und anders handeln. Und ich denke, dass ein sehr, sehr nützlicher Editor ist, den wir wahrscheinlich auch in Zukunft einsetzen werden. Ja. Im Moment nutzen wir die Oculavis für die klassische Störungsbeseitigung, Störungsbearbeitung beim Kunden. Unterstützen eben dann per Videocall die Instandhalter beim Kunden vor Ort, was uns die Möglichkeit bietet, weniger zu reisen, weniger zu fliegen und eben immer Experten auch zuschalten zu können. Zukünftig, glaube ich, können wir mithilfe der Augmented Reality eben noch mehr Informationen bereitstellen und damit noch besseren Support. Weil ich einfach denke, dass man innerhalb, mithilfe von so einer Konferenz, Neuigkeiten sieht, Neuigkeiten präsentiert bekommt, die man sonst vielleicht so nicht erfährt, weil sie ganz anders präsentiert werden, als wenn man versucht, sich über Internetseiten oder so zu informieren. Darüber hinaus ist der Austausch mit anderen Anwendern extrem interessant und extrem wichtig, um auch mal einen anderen Blick auf die Dinge zu bekommen und nicht immer nur betriebsblind selber durch die Gegend zu laufen.